Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Heute mal über ein anderes Thema, denn so eine Art Statement zu gestern. Stream wurde gelöscht. Warum? Weshalb? Ja, ich vermute, entweder hat mich jemand gemeldet, YouTube hat das überprüft und den Stream rausgenommen oder gelöscht. Also klar ist es, dass der Stream so gelöscht wurde. Ich habe auch eine Mail bekommen, die kann ich euch gleich einmal zeigen. Hier haben wir sie. Ne? Da habe ich anscheinend gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen oder so. Ich denke, ich hätte den Stream ab 18 stellen sollen. Denn da waren, Erotik-Szenen zu sehen. Dreimal, glaube ich. Einmal ziemlich heftig. Und da habe ich schon gedacht, vielleicht wird er dann rausgenommen. Der wurde aber dann sofort auch gelöscht. Das heißt, mir ist das erstmal gar nicht aufgefallen. Denn in OBS steht nicht, YouTube hat den Stream so beendet oder so. Da achtet man nicht drauf. Goldina hat mir Bescheid gesagt, so, ob ich noch streame oder nicht. So, dann haben wir kurz geschnackt und so. Ja, der war dann offline einfach. Ja, was ziemlich blöd war. Es gibt aber keine Einschränkungen, nix. Also ist gut, auf jeden Fall. Wir können also weiter streamen. Ich denke, ich hätte den Stream einfach ab 18 machen sollen, denn dann soll das eigentlich gehen. Und wenn es dann immer noch nicht geht, dann liegt es einfach, dann darf man einfach keine Erotik-Spiele, Spiele, wo Erotik drinne ist, sein könnte oder so, darf man dann nicht mehr zeigen. Das heißt, man müsste sich das Spiel erst irgendwo komplett angucken oder so. Naja, das ist komisch. Naja, wir probieren es auf jeden Fall ab 18 zu stellen. Und ja, mal schauen, ob dann auch noch was kommt. Wenn ja, dann ist halt so. Dann breche ich das Projekt halt ab mit der Story von GTA Online. GTA Online, ja, natürlich. GTA 5. Soweit so gut. Ja, das war's eigentlich schon. Ja, heute Abend wieder um 18 Uhr, ne, live auf Sendung. Mal schauen. Ja, dann stellen wir den mal ab 18. Ja, GTA Online und GTA Story ist wohl, sind zwei Paar Schuhe. Obwohl, eigentlich müsste jeder Streamer halt, der oder Videos macht, die ganzen Inhalte ab 18 stellen. Aber ich denke mal, es geht nur so davon aus, dass wenn Erotik-Szenen gezeigt wird, dass das halt dann das Schlimmste ist. Also wenn man Menschen überfährt oder so, dann ist es nicht so schlimm. Also ja. Ja, gut. Geschmäcker sind verschieden, würde ich an der Stelle mal sagen. Und ja, ich bin dann erstmal raus. Ja, kurze Information und ja, wir sehen uns dann heute Abend wieder.